Hier bin ich Mensch, hier will ich sein. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Montemare TV. Heute begrüßen wir euch aus dem Montemare in Rheinbach. Und hier findet ihr wirklich alles, was ihr für einen gelungenen Urlaubstag braucht. Und zwar unter einem Dach. Zum Beispiel kann man Bahnen schwimmen, im großen Sportbecken oder Wasser-Action im Freizeitbad erleben. Ihr könnt aber auch einfach chillen und entspannen in dem wunderbar großen Saunabereich. Und wir setzen noch einen drauf mit einer wunderbaren Massage, denn was gibt es Schöneres? Kneten, streichen und gezielte Griffe. Massagen haben eine lange Tradition in fast allen Kulturen der Welt. Schon im alten Ägypten, Griechenland oder Rom wurden Massagen eingesetzt, wenn auch eher als Heilmittel als zur Entspannung. Bei Montemare sind Massagen heute natürlich ein fester Bestandteil der Wohlfühlwelt. Egal ob klassische Rückenmassage oder exotische Wellnessmassagen. Massagen helfen uns, Stress abzubauen und körperliche und seelische Blockaden zu lösen. Sie steigern das allgemeine Wohlbefinden und bringen Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht. Besonders beliebt sind die ayurvedischen Massagen. Hierbei wird mit sehr viel Öl massiert. Durch das warme Öl stellt sich schnell ein Zustand tiefer Entspannung und Geborgenheit ein. Die bekannteste ayurvedische Massage ist die Abhyanga. Das bedeutet frei übersetzt Tanz um den Körper. Bademeister? Gibt's nicht mehr. Wir beschäftigen heute Fachangestellte für Bäderbetriebe. Und die arbeiten da, wo ihr Urlaub macht. Deren Job ist weit mehr, als einfach nur am Beckenrand zu stehen. Klassische Bademeister gibt's nicht mehr. Heutzutage beschäftigen Schwimmbäder Fachangestellte für Bäderbetriebe oder kurz FAB. Und die stehen nicht nur am Beckenrand, sondern sind Spezialisten und Allrounder zugleich. Fachangestellte für Bäderbetriebe werden überall dort benötigt, wo Menschen sich im Wasser bewegen. Sie beaufsichtigen zuerst einmal den Badebetrieb, geben Schwimmunterricht oder Aquafitnesskurse und betreuen die Badegäste. Neben der Badeaufsicht sind sie aber für vieles mehr zuständig, beispielsweise für die Wasserqualität und die Überwachung der komplexen technischen Anlagen. Im Grunde genommen ist es, also der Oberbegriff würde ich sagen, nennt sich schon die Gästebetreuung. Es fängt an damit, dass wir morgens in die Anlage kommen und wir wollen den Badegästen einfach perfekte Qualität bieten. Das heißt, meine Aufgabe ist es, alles zu kontrollieren, die Wasserwerte, die Temperaturen, die Chemikalien, ob alles in den Normbereichen liegt. Und das ist meine Aufgabe. Aber im großen Komplex ist es einfach die Gästebetreuung. Die duale Ausbildung zum FAB dauert übrigens 3 Jahre. Sie beinhaltet einen schulischen und einen praktischen Teil. Verständnis für die Fächer Mathe, Physik und Chemie ist in jedem Fall von Vorteil. Aber neben schulischen Leistungen zählen vor allem körperliche Fitness und Zuverlässigkeit. Das könnte euer Traumjob sein? Dann werft mal einen Blick auf unsere offenen Stellen und Ausbildungsplätze auf www.monte-mare.de/karriere. Ja, wir wünschen euch natürlich, dass ihr euch mal auf die faule Haut legen könnt, während wir Neuigkeiten aus dem Montemare für euch haben. Und dafür sind wir richtig tief abgetaucht, denn es gibt einen neuen Weltrekordversuch. Es gibt einen neuen Weltrekord im Apnoe-Tauchen. Aufgestellt wurde er von dem Griechen Chronis Klitsios im 10 Meter tiefen Tauchbecken im Montemare in Rheinbach. Chronis, ein geübter Perlentaucher, hat sich mental mit Atem- und Meditationstechniken auf den Weltrekordversuch vorbereitet, mit dem Ziel, mehr als 10 Minuten ohne Atemgerät unter Wasser zu bleiben. Dort ist höchste Konzentration gefordert, um den Atemreflex unterdrücken zu können. Knapp 7 Minuten verharrt Chronis regungslos unter Wasser, bevor er langsam auftaucht. Aufregung macht sich breit bei den Organisatoren und dem Team. Noch liegt der Rekord in weiter Ferne. Doch der Apnoe-Taucher steigt nur langsam auf und bleibt am Ende ganze 11 Minuten und 3 Sekunden unter Wasser. Der Weltrekord ist gebrochen. Die Vorbereitungszeit von mehr als 6 Monaten hat sich gelohnt. Ab sofort heißt es bei Montemare immer der Nase nach. In vielen Aufenthaltsbereichen oder Ruheräumen sorgen spezielle Kräuterdampföfen für ein einzigartiges Dufterlebnis. Unter getrockneten Kräutern und Gewürzen wird Wasser verdampft, sodass diese befeuchtet werden. Die Luft ist erfüllt von einer hohen Konzentration ätherischer Öle.
Die flüchtigen Essenzen wirken durch ihre komplexe Zusammensetzung positiv auf Körper und Geist und schaffen ein einmaliges Raumklima. Das Kräuterduftmenü wechselt regelmäßig und bietet euch abwechslungsreiche Duftwelten, die je nach Mischung mal belebend und anregend oder entspannend und ausgleichend wirken. Und warum seid ihr Feuer und Flamme fürs Monte Mare? Wir haben mal nachgefragt. Ja, wir gehen halt gerne in die Sauna. Das ist eine tolle Anlage hier. Gefällt uns sehr gut. Sehr entspannend. Saunen sind toll, die Aufgüsse sind mega. Tatsache, dass es nicht so überfüllt ist, dass die Liegen nicht so reserviert werden, dass man da keinen Platz hat. Und ansonsten waren wir jetzt fast 2 Jahre nicht da. Sind wir mal gespannt, wie es aussieht. Sehr ruhig, erholsam. Also man kann gut entspannen nach dem ganzen stressigen Wochen, die man sonst immer hat. Ist das sehr schön hier. Ich erwarte heute einen ganz tollen, schönen Tag für uns. Das Beste zum Schluss. Schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort Massage und ihr könnt einen Massagegutschein in einem Monte Mare eurer Wahl gewinnen. Und damit sagen wir Tschüss bei Monte Mare TV. Wir freuen uns auf euch.